Museen und Denkmäler. Vor Soetmann und Willem III. Turm, historisches Museum. Nachdem die Holländer vor einigen Jahrhunderten die Genehmigung zum Siedeln auf Aruba erlassen hatten, wurde Oranjestads Paarden Bay zum Zwischenhafen für den Handel zwischen Curaçao und Venezuela. 1796 oder 1797 baute das Militärkomitee des Militärführers Johann Rudolf Laufer vor Soetmann, Arubas ältestes Gebäude, zum Schutz vor Piraten und Feinden am Meer, wo sich heute der L.G. Smith Boulevard erstreckt. Der Boulevard wurde auf dem Meer abgewonnenen Land angelegt. Wegen des wirtschaftlichen Wachstums und des Umzugs des Kommandeurssitzes von Savaneta hierher wurde Oranjestad zur Hauptstadt Arubas erklärt. Das Fort erhielt seinen Namen nach dem holländischen Konteradmiral Johann Arnold Soetmann. 1868 wurde der Willem III. Turm erbaut und am Geburtstag von König Willem III. Erstmals entzündet. Er diente sowohl als Leuchtturm als auch als öffentlicher Uhrturm. Das oberste Stockwerk mit Zifferblättern auf jeder Seite wurde 1937 errichtet. 1963, nach 95 Jahren, stellte der Leuchtturm den Betrieb ein. Über die Jahre beherbergte er Regierungsbehörden, eine Polizeistation, ein Gefängnis, das Finanzamt, den Gerichtssaal, die Bücherei und die Post. Rechts des Turms steht ein roter Briefkasten von 1918, ein Standardmodell, wie es in der Vergangenheit in den Niederlanden üblich war. Heute beherbergen das restaurierte Fort und der Turm das historische Museum, das 1984 eröffnete. Es ist ein stolzes Symbol des nationalen Erbes Arubas und ein passender Ort für das Bombini-Festival, das jeden Dienstagabend von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr Kultur und Geschichte der Insel feiert. Das Museum ist in viele aktuelle Projekte involviert, was eine enge Beziehung mit dem Bildungssystem fördern soll. Die Sammlung besteht hauptsächlich aus Spenden der Bevölkerung, wie die außergewöhnliche Privatsammlung historischer Dokumente von Richard Beaujon. Das Exponat beschreibt die Geschichte und Entwicklung Arubas bis in die 1920er Jahre, als die Lago-Ölraffinerie auf die Insel kam. Das Museum bietet Einzel- und Gruppentouren mit mehrsprachigen Führern, sowohl durch die Sammlung als auch zu den wichtigsten Denkmälern und anderen Museen Oranjestads. Der Patio kann für Feiern besonderer Anlässe angemietet werden. Das Museum hat montags bis freitags zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr geöffnet. Auf Anfrage sind außerhalb der Geschäftszeiten und an den Wochenenden Gruppenführungen möglich.